Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich fange mal direkt an, liebe SPD. Ja, wie stehen Sie denn jetzt? Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen? In Ihrer Partei kommen eindeutig Stimmen, dass Sie gegen Uploadfilter sind. Und jetzt haben Sie im Rat und beziehungsweise auch vorher Ihre Fraktion im Europäischen Parlament, haben Sie für diese Richtlinie gestimmt. Also bekennen Sie doch mal Farbe. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ja, Urheberrechte sind wichtig, gar keine Frage. Geistiges Eigentum ist wichtig. Und dass das auch Aufgabe des Staates ist, diese Rechte zu schützen, ist unstreitig. Ja? Aber nicht jeder Zweck heiligt jedes Mittel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das gilt auch für Sie. Ich will es direkt am Anfang klar und deutlich sagen, die Freien Demokraten lehnen Uploadfilter ab und wir lehnen auch diese Urheberrichtlinie ab. Und darüber können wir dann, brauche ich auch keine weiteren Zwischenrufe da an Ihrer Stelle für, wie wir dazu stehen. Denn unsere Haltung ist da klar. Und eigentlich müssten wir heute Abend über das Thema auch gar nicht diskutieren, ja? Weil eigentlich ist ja irgendwie auch immer geäußert worden in der Debatte, dass keiner so wirklich die Uploadfilter haben will. Und dann frage ich mich, warum diese Bundesregierung sich mitunter im Rat dafür dann eingesetzt hat und diese Richtlinie so verabschiedet hat. Das müssen Sie doch mal beantworten. Uploadfilter sind der falsche Weg. Und dass Sie das übrigens auch wissen, haben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag hier auch netterweise so festgehalten. Und es gibt auch nichts daran rumzudeuten, dass das Uploadfilter sind. Ihr eigenes Ministerium hat es auf eine Anfrage unserer Fraktion noch mal bestätigt, dass aufgrund der schieren Datenmenge es gar nicht anders geht, dass Sie technische Hilfsmittel benötigen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, liebe SPD, es ist hier einfach verlogen. Sie stellen sich mit einer Spitzenkandidatin zur Europawahl hin und sagen, Sie sind gegen Uploadfilter. Ja? Und dann sage ich Ihnen ganz deutlich, wenn Sie jetzt so weitermachen, dann werden wir Sie jedes Mal daran erinnern, dass Ihre Spitzenkandidatin und noch Justizministerin das genauso im Rat mit zu verantworten hat. Deswegen packen Sie schön an die eigene Nase. Das können Sie uns so nicht weismachen. Und wissen Sie, da können Sie noch so viele Mitarbeiter aus Ihrer Parteizentrale in das Justizministerium verlocken und da irgendwelche lebenslangen Verbeamtungen verschaffen. Das hilft Ihnen dann auch nicht weiter. Hätten Sie vielleicht besser jemanden mit Digitalkompetenz gebraucht. Und liebe Union, wissen Sie, ich werfe Ihnen ja oft vor, dass Sie in der Frage der Digitalisierung komplett untätig bleiben. Aber wenn ich mir dann so Ihren Parteifreund und Europaabgeordneten Axel Voss angucke, dann würde ich mir wünschen, Sie bleiben untätig. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und da bewahrheitet sich ein sehr einfacher Satz. Ja? Es ist dann besser, keine Richtlinie zu verabschieden, als eine solch schlechte. Und auch inhaltlich. Ihr Generalsekretär Paul Ziemiak hat ja dann vorgeschlagen, das könnte man alles in der nationalen Gesetzgebung dann noch wieder entschärfen, etc. Ja, und da muss man mal deutlich sagen, Artikel 13, beziehungsweise jetzt neu 17, hat halt eben nicht vorgesehen, dass gesetzliche Lizenzvereinbarung vorgeschrieben werden dürfen. Das muss frei zwischen den Parteien geschlossen werden. Und das haben Sie jetzt im Grunde in der politischen Agenda, wollen Sie schon wieder andersrum darstellen. In Brüssel verzapfen Sie den Mist und haben jetzt irgendwelche falschen Erwartungen hier auf nationaler Ebene. Auch das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, weil das wird nämlich europarechtlich nämlich auch nicht standhalten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie hätten ja zukunftsweisende Lösungen einbauen können. Man hätte über Blockchain-Fragen auch im Bereich des Urheberrechts sprechen können. All das haben Sie nicht getan. Ja? Und stattdessen gehen Sie jetzt wie mit einer Art Rasenmäher über die Vielfalt des Internets und mähen alles weg. Und ob es dann ein ungerechtigter Verstoß gegen urheberrechtliche Bestimmungen geht oder Parodie ist oder andere Sachen, das kann damit nicht mehr Einwandsfreiheit eben getrennt werden. Dabei wären sogar Parodien, Memes oder auch Remixe durchaus von urheberrechtlicher Seite aus legitimiert. Und das machen Sie alles kaputt. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Sie öffnen die Büchse der Pandora und ganz im Grunde nach den Vorstellungen von George Orwell schaffen Sie dann hier mit Upload-Filtern die potenzielle Gefahr, dass diese irgendwann zu Wahrheitsfiltern werden. Und das werden wir garantiert nicht durchlassen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden Sie Ihrer staatspolitischen Verantwortung wirklich gerecht? Stimmen Sie im Europäischen Rat noch gegen die Richtlinie? Verhindern Sie Uploadfilter und diese unsägliche Richtlinie. Vielen Dank. Die nächste Rednerin, die Kollegin Tabea Rösner, Bündnis 90 Grüne.